Ich mach auf. Jo. Hab einen. Hallo Leute, ich bin der Miro und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Road to Diamond. Und wir sind immer noch weiterhin mit denselben Leuten in der Lobby. Der Natzen ist weiterhin dabei und ich wünsche euch wie gewohnt viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Aber hinter der Bar ist doch, glaube ich, auch noch eins. Das könnte ich auch nochmal zumachen. Ich weiß zwar nicht, wo das hinführt, das Deckenloch, aber wir machen es mal zu. Ah, ich glaube in die Garage. Ist die Garage eigentlich zu? Ich glaube nicht. Okay. Ja doch, hat jemand zugemacht. Ah, die kommt, glaube ich, über die andere Garage in der Richtung, wo ich stehe. Über das ganz große, falls du weißt, welches ja, meine. Ja, ja, okay. Da hat zumindest gerade geknallt. Ah, über die andere auch. Ah, ne, oder? Oh, die machen hier Deckenlöcher auf. Oder, hä, was sind das hier alles für Explosionen? Die machen hier gerade keinen Sinn. Ah, fuck, ich hab's richtig gehört, ja. Scheißdreck. Da war Ash. Lol, in eine Capgun-Falle, Alter. Da wärst du, okay, das sind auf jeden Fall Silberspiele. Und ich hab die, glaube ich, auch getroffen. Ich hab halt durch die Wand durchgespammt. Entdeckt, wo wurde ich denn hier entdeckt? Keine Ahnung. Ohne. Also, noch stehen wir alle. Ganz gut. Ah, hier hin. In die Richtung von der Geisel. Ist Bewegung. Über uns ist Bewegung. Da ist die fucking Bohnen. Wieso geht die nicht kaputt? Kalito, war das einer von uns? Ja, okay. Wie hier rechts. Ach, nee. Ich hab das Treppenhaus hier im Blick. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich hier was durchtreffen kann, wo ich hier gerade lang schaue. Ezio ist weg. Man denkt, da ist ein Rattenloch. Da wo du sitzt, ist ein Rattenloch, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Hinter dir ist nämlich einer gestorben gerade. Mhm. Da liegt der. Aber hier ist aber auch nur eine Wand verstärkt. Oh, Achtung. Oh, Ash. Oh, hier, Treppe. Bei mir, aber ich sehe sie nicht, ich komme nicht ran. Mhm. Okay, der am Boden ist wieder da. Ah, hier, lass dich nicht wegsnacken, ne? Ne, Treppenhaus irgendwo. Oh nice, das war ein Treppe. Haben sie echt versucht, die verstärkte Wand hier? Hinten rechts. Oh fuck it. Ich weiß nicht, ich bin hier, wenn ich drüber springe über das Schild, bin ich. Ich teste jetzt was, ob das hier funktioniert. Komm, zeig dich nochmal, Ash. Der kriegt irgendwo immer. Na, das ist unser Mann. Das war Ash. Scheiße, ich wollte das gerade testen, ob ich hier durchballern kann, ob jemanden verletze. Ich gucke nämlich unter den Fässern durch. Ah, nice, okay. Irgendwo oben. Mhm. Ah, hier, Master Bedroom da in der Ecke. Ah, oh, ich bin auch durchgekommen. Da sitzt er. Da hat schon einer gefressen. Alles klar. Einer ist tot.
Warte, ich zappelte noch, habe ich auf den geschossen. Ich wechsle mal auf die andere Seite. Ja. Weil da kann man ja in den Whirlpool so ein bisschen reinschauen. Ich hoffe nur, dass da keiner ist. Ah, rechts in dem Raum ist immer noch scheiße. Block ist das. Der ist in dem Whirlpool, wo der Whirlpool ist. Okay. Ah, oh, wer pusht mich denn hier? Jetzt konnte ich nicht zur Seite move. Da sind zwei drin. Also Doc habe ich weg. Ich habe nur okay, Frost in der Wanne sitzen sehen. Genau, da war noch irgendwo einer. Ich wollte auch gerade auf den Kopf ziehen, ich konnte nur nicht nach links, weil Ash neben mir war. Ich war schon perfekt auf Kopfhöhe. Achtung, ich mach mal den hier. Oh, das war aber knapp. Direkt auf der Reling. Okay, Castle liegt im Bett. Frost liegt dort. Ach, scheiße. Ach, fuck, wenn ich jetzt auf Castle-Höhe schieße, schieße ich quasi auf Kopfhöhe von der Geisel. Ja, genau. Blödsinn macht. Was machen die anderen hier innerhalb des Gebäudes? Die sind unterwegs. Auf dem Weg. Okay, jetzt zu viel geworfen. Jetzt endlich mal Ash da weg, Alter. Haben wir ja nicht Fuse, ist mir alles egal. Ach, ey, der Ash-Spieler gerade. Ohne Shit. Da oben liegt er da, ja. Oh. Der Fuse, Alter, der hat übel schlecht reagiert. Okay. Runter vom Bett, der Typ. Ah, okay, Frost ist aber weg. Da liegt nicht mehr auf dem Bett, der Typ ist auch runtergesprungen. Okay. Alles klar. Alter Schwede. Ja, mach's irgendwo. Na gut, die werden da wahrscheinlich drum rumrufen. Aber wir machen es trotzdem. Vielleicht gibt's ja irgendwann eine Stresssituation in der Runde, wo sie drüber müssen. Ja. Achtung, Küchenfenster hat eine Granate reingeschmissen. Okay. Haben wir nicht Geißel? Ja, Schild. Schild bei am dir? Küchenfenster, am Küchenfenster. Okay. Ah, ich komme hier gerade wegen den anderen Dudes nicht weg, doch jetzt. Jetzt renne ich kurz durch. Und bei mir ist Fenster auf. Ehne, was noch möglich ist. Mhm. Hab Ash. Okay, nice. Dahinter liegt auch eine Falle von mir, ne? Ja, aber ich hab Ash, okay. Okay, nice. Immer, wie gesagt, das Küchenfenster ist Schildtyp. Dadurch, dass der bei mir jetzt reinkommt, dann. Ah, ich hab den gerade in die Schulter geschossen. Der wird sich erstmal verpissen, glaube ich. Nee, der ist bei mir. Haben auch in die Schulter getroffen. Ah, ich komme mal mit hin. Ah, Schild, ich kann gegen den nichts. Ach, scheiße. Oh, fuck! Boah, wo kam der jetzt her? Ah, der lag in der, an der Haupttür. Scheißdreck. Genau, ist noch draußen gewesen. Ja, Termite ist halt an der Haupttür da. Die ist aber schon, die wird schon gedeckt. Okay, Termite ist weg, hinter dir. Okay, nice. So, einer stand weiter hinten, den habe ich geholt. Jetzt brauchen wir noch einen Schildtypen, müsste jetzt noch da sein, Blitz. Den habe ich Bandit ist auch noch da mit C4, also. Guck mal, ob ich was über die Kameras finde. Okay, da scheint keiner mehr zu sein. What the fuck? Okay. Schild nur noch. Schild. Ja, das kommt bei. Wer ist das? Ezio. An der Haupttür vom Flur. Genau. Er hat auch noch sein C4. Der versucht den gerade zu umlaufen. Haltet den erstmal dort. Druck. Ah, okay. Ah! Nice. Hat der den geholt? Schade. Ja, der hat den geschlagen. Oh. Der hat ihn mit dem Messer geschlagen. Jetzt sind fast noch bekommen, ne? Du hast ja, genau die Schulter gerade gesehen. Ah, Keller. Mein Keller oder so. Ah, ich versuche mal noch eine Kamera durch den Raum durchzubekommen.
damit wir über die Garagen vielleicht sogar gehen können. Ja, die machen jetzt gerade zu. Ah, shit. So, da müssen wir gerade runter, oder? Ja, doch. Boah, ja. Alter. Ich habe immer das Gefühl, wenn der andere die Kameras so schießt, dass ich beim Vorbeilaufen einen Headshot bekomme. Ja. Achso, ne, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Wollen wir hier rein? Ja, oder drüben. Ich weiß nicht, wir können auch drüben die Garage. Ja, wenn die beiden hier machen, könnten wir eigentlich auf der anderen Seite. Gehen wir rum. Ja, dann gehen wir rum. Noch nicht irgendwie weggesnackt werden beim Vorbeilaufen. Aber jetzt muss man Gas geben, weil wenn die jetzt schon Druck machen, am Ende verrecken die uns hier. So, ich guck nochmal ganz fix mit meiner Kamera, was sich dahinter befindet. Eine Castle-Wand. Eine Falle links bei der Treppe, ansonsten nichts. Okay. Ich glaube, wenn du so weit bist, mach ich das. Ja, leg los. Kamera, ja. Ja. Okay, in dem rechten Raum, der dann quasi zum Weinkeller führt. Ja. Oh, fuck, ist einer. Der steht auf den Kisten drauf. Hast du Granaten? Nee. Hab ich nicht gehabt, also. Achso, stimmt. Ah, hier ist eine Wand nicht verstärkt, wenn wir gerade durchlaufen. Also eine von den hinteren da hinten. Die ist unverstärkt. Müssen nur aufpassen, dass Castle seine Wand hier nicht aufreißt oder dass einer von oben kommt. So, ich mach auf. Jo. Hab einen. Schön. Aber pass auf, Castle ist neben dir in dem Raum, ne? Nicht, dass er, wenn er halt wie gesagt aufreißt. Hab den letzten, der ist im Mini-Raum und dann halt Castle noch. Oh fuck! Na? Oh fuck. Wo ist er? Im kleinen Raum. Nice. Oh, Alter, jetzt wollte ich wieder Waffe wechseln, hat aber wieder meine Leere. Ich hab über dir drüber geschossen. Und damit ist die Folge wieder vorbei. Wir konnten erneut einen Sieg einfahren. Unsere Siegesserie geht weiter voran und ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie uns. Und ja, deswegen jetzt bye bye und bis zur nächsten Folge. Ciao.